So, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge Pro Cycling Manager. Heute mal wieder mit dem Hanyan Place. Please. Warum eigentlich jedes Mal diese Begrüßung am Anfang? Weil es muss konstant bleiben, sonst fühlen sich die Zuschauer nicht Mikrofon wohl. muted. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Warum mutest du dich die ganze Zeit? Mikrofon Weil activated. ihr Leute rufen auf einmal. Okay, aber ist in Ordnung. Ja, wir fahren Aha. heute die Volta a la Comunidad Valenciana in Spanien. Die beginnt heute, erste von 5 Etappen. Mannschaftszeitfahren. Im Mannschaftszeitfahren sind wir traditionell immer sehr, sehr stark. Nicht. Ja, und wir sind hier mit den Fahrern hier dabei. Also Luis Verwacke, Fabio Felline, Andreas Legnesund, Josef Stari, Daniel Biedermann und Jan Sokol sind unsere Jungs für das Rennen hier. Ist doch Speedy Gonzales. Den habe ich leider nicht. Schade, obwohl es in Spanien ist. Obwohl es in Spanien ist, ja. Aber vielleicht fährt er ja in einem anderen Team. Wir gucken mal. Ist jetzt Speedy Gonzales nicht Mexiko gewesen? Ist ja auch egal. Ja, Wir sehen uns gleich auf aber es der. ist beides Spanisch. Okay, das stimmt. Also bis gleich. So, da sind wir also am Start. Und wir müssen jetzt sowieso erstmal warten, bis unsere Mannschaft startet. Ist das nicht toll? Das heißt, wir haben jetzt ganz, naja, so viel Zeit auch nicht, aber wir haben jetzt ein bisschen Zeit, einfach zu babbeln. Ist das nicht toll? Tust es gerne zu babbeln. Ah ja, So schön logisch. hessisch. So schöne Handkäse, weißt du. Handkäse. Magst du Ja, Handkäse. Handkäse? Habe ich noch nie gegessen, wenn ich ehrlich bin. Was? Ich weiß, das ist komisch, dass ein Hesse das noch nie gegessen hat, aber es ist tatsächlich so. Ja gut, so komisch ist das nicht. Also ich weiß nicht. Ich habe jetzt Ich. auch nicht so den großen Bezug zu Handkäse, aber ich habe ihn tatsächlich mögen gelernt. In den letzten Monaten aber erst. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er immer bei uns im Flur ist und der ganze Flur einfach nur nach, also kriegst du echte Brechreiz darüber. Geil. Ja, ich habe nur gehört, dass Hamburgs heller Stern versinkt, wenn der Fischmarkt erst nach Handkäse stinkt. Weiß nicht, ob du das auch gehört hast, aber. Nee, aber es klingt sehr interessant. Das ist von Erbarme zu spät die Hessen kommen. Falls du das Lied kennst. Nee, kenne ich Das nicht. Aber ich. ist jetzt wiederum traurig. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich mit hessischer Kultur eher wenig aus. Ich komme auch eigentlich gar nicht aus Hessen, muss man dazu Wo kommst du sagen. denn eigentlich her? Aus Baden-Württemberg. Aber Warum? ich weiß auch nichts über Baden-Württemberg, Bist also. du in Baden-Württemberg auch geboren worden, oder? Ja, tatsächlich Ach ja. echt? Jo. Im schönen Heidelberg. Heidelberg. Ja, ist ein schöner Ort, aber ich war noch nie da. Also außer als ich Ich wollte geboren gerade wurde. sagen, warte mal, irgendwas haut da jetzt nicht hin. Oh Mann. Aber ich müsste echt mal dahin, weil ich kann mich ja wirklich gar nichts erinnern. Ist ja auch logisch, ne? Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, mit wie vielen Jahren du dann von da weg bist. Also wenn du nur da geboren worden bist und dann direkt Abfahrt, ja gut, dann ist logisch. Ich glaube nur so ein Jahr oder so. Ja, okay, dann Deswegen. könnte ich mich auch nicht ändern. Ja, dann bin ich nach Mittelhessen gezogen. Mittelhessen? Ja, Mittelhessen. Ich weiß, du magst den Begriff nicht, aber ich wohne in Mittelhessen. Hä, habe ich das mal gesagt, dass ich den Begriff nicht mag oder wie? Ja, weil du dir darunter nichts vorstellen kannst. Ja, okay, das stimmt irgendwie. Ich weiß halt nicht, ob es zu West- oder Südhessen gehört. Ich finde, West- und Südhessen gibt es eh nicht, weil es ist einfach nur so ein langer Schlauch. Also es gibt entweder Norden oder Ja. Süden, so. Keine Ahnung. Ja. Ja, und vielleicht noch Mittel, ja, das sehe ich noch irgendwie ein. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, zu was ich gelte. Es ist mir eigentlich auch im Endeffekt egal. Hauptsache, wir sind alles Menschen unglücklich und so. Unglücklich. Unglücklich. Nein, und glücklich. Ach, und Glück. Ah, okay. Gar unglücklich verstanden. Hauptsache, wir sind Ja, alle Menschen unglücklich. unglücklich und so. Wir sind alle wie Tim. Nein. Tim mit Doppel-M. Tim, ja, Tim mit Doppel-M, weil es cool ist und an die 90er erinnert, auch mit Doppel-M. Was? Oh Mann, ey. So. Jetzt startet unsere Mannschaft. Ich bin mal gespannt, ob wir heute wieder so hart verkacken wie sonst. Ja, vor allem der Dislike,
ne? Ach so, ja, stimmt. Der wird ganz niedrig sein bei unserem Niveau heute. Ja. Also Hanyan ist nur dabei, um für Dislikes zu sorgen, hat er gemeint. Also es war wirklich so. Ich hab ihm so gesagt, ja, ich nehme jetzt auf. Er so, ja, was denn? Ja, PCM. Ah, okay, soll ich wieder mitmachen, um für Dislikes zu sorgen? Und ich so, eigentlich aus Spaß, ja, kannst du machen. Oder was habe ich gesagt? Immer gerne oder irgendwie sowas? Und dann er so, ja, okay, ich gehe kurz aufs Klo und dann bin ich da. Und ich so, okay. Ja, halt also so. Das letzte Mal war das tatsächlich so. Ich weiß noch nicht mal genau, warum. Ich also auch nicht. Ich könnte ja mal in die Kommentare schreiben, ey. Nicht hier heimlich disliken, sondern auch mal dazu stehen. Ja, sagt mal mir die Meinung. Ja. Ich schwöre euch, wie viel habe ich schon weggeschossen? Wie viel habe ich schon weggefickt? Ich weiß nicht. Haha, vielleicht deshalb. Spaß. Oh Mann, ey. Der Asi-Toni, der wird immer, immer ewig in meinem Herzen bleiben irgendwo. Also bist du doch irgendwie von der hessischen Kultur her... Ja, das ist hier the light, Mann, Alter. Das ist richtig schöne Asi. Asi. Das ist mein Idol. Echt? Nein. Ja, das war tatsächlich mal eine Zeit lang mein Idol, der Rüdiger. Der Rüdiger, der Weehawk? Der Weehawk LP. Echt, der war dein Idol? Wie kamst du denn dazu? Ja. Das musste ich, ey, ich erfahre hier voll neue Sachen, ey. Ja, es ist krass. Unglaublich. Ja, mein Sack. Nee, also. Oh Mann. Ja. Nicht mein Sack. Ja, also, ich weiß gar nicht. Ich kann es noch nicht mal ganz genau sagen, aber irgendwie, so als ich Teenager war, hat er mich schon irgendwie inspiriert. Also so von Art und Weise. Mhm. Ich kann doch nicht mal sagen, was es ist. Vielleicht ist es auch nichts Besonderes, aber irgendwie fand ich an ihm cool damals. Cool? An Rüdiger? Ja. Okay. Ja. Yeah. Okay, ich meine schon der Name. Das ist jetzt der ein bisschen zu assi, da ich da so drüber lache. So assi sollte das nicht rüberkommen. Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht. Also er hat mich schon sehr geprägt, sagen wir es mal so. Also ich erkenne schon ein paar Eigenschaften, die er so hat an mir. Ah, okay. Zum also, Beispiel? Bist du auch ein Choleriker? Ja, also ich bin ziemlich schnell, was Rage-Quitten angeht. Ja. Stimmt. Team Sunrap gewinnt übrigens die Etappe vor Mitchelton Scott und Lotto NL Jumbo. Das möchte ich hier nochmal ganz kurz sagen, weil sonst wird sich beschwert. In der Gesamtwertung, du kannst gleich weiter erzählen, führt jetzt Martin Tussfeld. Das ist sehr schön. Und in der Nachwuchswertung führt Sören Krag Andersen. Es wird immer behauptet, ich spreche den falsch aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er so ausgesprochen wird. Weil er wird so geschrieben. Und man spricht jeden Namen so aus, wie man ihn schreibt. Das weiß doch jeder. Wir sind Elfter geworden. 28 Sekunden hinter der Siegermannschaft. Elfter von 20 Mannschaften. Und auch so von der Zeit her sind wir ungefähr so im Durchschnitt. Also war eigentlich ganz okay. Ja. Dafür, dass wir sonst immer so verkacken im Mannschaftszeitfahren, war es heute echt in Ordnung. Okay, sorry. Erzähl weiter. Du bist auch ein Choleriker, hast du gemeint. Ja, also das hat man ja mal im super wunderschönen Wario vs. M.D.LP gesehen. Ja. Müssen die Zuschauer auch übrigens unbedingt mal gucken hier. Ja, das wäre nicht schlecht. Auf dem Kanal von Hanyan Plays. Saas. Toll. Ja, da habe ich gewisse Ausdrücke verwendet, die ich eher sarkastisch sehe, aber naja, es war schon. Ach ja, stimmt, du hast mich voll übel beleidigt, ey, die ganze Zeit, ey. Stimmt, ich erinnere mich. Die Folgen hießen auch, glaube ich, irgendwie nur so, ja, Fritte, ich hasse dich und sowas. Ja, genau, ich hasse dich 1 und ich hasse dich 2, gab's. Stimmt. Schön. Ich hasse dich 1 war im Wüstenlevel, als ich 100 Münzen sammeln wollte und es nie, einfach nicht gab. Aber so fett einfach ein Troll, einfach. Und das andere war dieses komische Lava-Level, wo ich irgendwie die roten Münzen versucht habe. Nee, was habe ich da nochmal versucht? Die roten Münzen doch, oder? Ja, doch, ja. Da bin ich echt ausgerastet. Nur. Das mit den 100 Münzen ist eine richtig lustige Geschichte, weil ich habe extra den 100-Münzen-Stern draußen gelassen, weil den eigentlich keiner mag und der scheiße langweilig ist und einfach nur viel Zeit kostet und sonst nichts bringt. Ja. Ja. Ich hätte halt nur darauf hinweisen müssen oder es ihm sagen müssen oder sonst wie. Das wäre nicht schlecht gewesen, weil ich hätte damit gerechnet. Ja, Matze auch. Der hat es im Let's Play auch versucht und hat es dann nicht geschafft. Ich weiß. Das ist total dumm. Nur,
Ich meine, ich kannte das Let's Play schon von vorher, aber es war halt auch schon ein paar Jährchen her und ich konnte mich einfach nicht daran erinnern. Dementsprechend habe ich dann natürlich blöderweise auch gesucht und dachte mir so, hier sind keine 100 Münzen, was soll die Scheiße? Ja. Und war recht pisst, weil es war sehr anstrengend. Das ist wahr. Aber das Und trifft ja vor. auf das ganze Spiel zu. Ja, und dann kam das Lava-Level. Uiuiui. Und das haut dich richtig weg. Ich schwör's euch, so ist es, glaubt mir das. Okay. Da habe ich einfach komplett. Der ist wirklich mir Brechreiz hochgekommen, als ich das gesehen habe. Leute. Verstehe ich. Ja, also, nee, es ist kein schlechtes Level gewesen. Die Sache war einfach nur, ich war schon recht gereizt an dem Tag und dann. Ja, das kenne ich. Das ist nicht Ja. gut. Das ist nicht gut. Ja, dann passiert halt sowas wie bei dir mit dem komischen Fisch. Ich weiß leider nicht mehr Darüber dieses. reden wir jetzt nicht. Ich sag nur dazu, dass du Kas auch ziemlich hart beleidigt hast. Ja, aber auch zu Recht, ey. Ja, wie? Jetzt bei mir war es zu Unrecht, oder wie? Nee, nicht wirklich. Ja, Leute, also ich weiß, was wir jetzt machen. Ich würde jetzt mal sagen, wir beenden jetzt mal die Folge und die letzten 20 Sekunden blende ich mal diese Dinge ein, über die wir gerade reden. Also dein Let's Play und vielleicht auch das von Matze und vielleicht auch diese Folge, wo ich so derbe ausgerastet bin. Das ist doch eine Idee, oder? Das finde ich gut, das finde ich einen guten Kompromiss und Gut. so. Und dann können die Zuschauer das nämlich schön nachholen und sich alles angucken, wenn die wollen. Und dann in 2 Tagen kommt dann die nächste Folge und dann ist der Hanja wahrscheinlich auch wieder mit dabei, wenn er Lust hat. Oh, ja, klar, warum nicht? Geil! Okay, tschüss. Geil. Tschüss.